So, weiter geht's mit dem dritten Teil. Hier findet man das Magazin. Ausgezeichnet. Da oben drauf müssen wir. Warten Sie kurz, Ma'am. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen. Ich bin ganz Ohr. Ich gebe Ihnen den Zurücksetzungscode von B592. Hört er ihn, werden seine Kognitiv. Sagen Sie B592 zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Danach, wenn er abgeschaltet ist, kann ich ihn sicher zum Institut bringen. Gut. Ich würde gerne unnötige Gewalt vermeiden. Gibt es keine Alternativen? Es wird schon so viel Blut sinnlos vergossen. Vielleicht ist er da nicht allein und wir müssen Gewalt einsetzen. Das ist alles, Ma'am. Bereit, wenn Sie es sind. Cool. Ja. Geh doch weg. Du aller Dödel. Hi. Gehen Sie voran. Ja, lass mich doch. Mann, du bist ein Vollhorst. Den überhaupt nicht. Ja. Okay, hier geht's rauf. Dann wollen wir mal. Zur Sicherheit. Ich will ihn ja lebendig heimbringen. Gut gemacht. Eure Ausrüstung nach seid ihr bestimmt Agent des Instituts. Auch ihr habt es ganz also nach braucht das Institut so dringend Ressourcen, dass es Beute von ehrlichen, hart arbeitenden Commonwealth-Banden stiehlt? Gabriel, du bist nicht der, der du glaubst zu sein. Du bist ein Sünd und wir bringen dich nach Hause. Ein Sünd? Was zum Teufel redest du da? Ich erinnere mich an alles. Ich weiß, wo ich aufgewachsen bin und wer meine Eltern waren. Erklär mir das mal. B-592. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierung Gamma-71-Epsilon.
Sollte sich mit einem Terminal öffnen lassen. War das Kind dort wirklich Erdferkel? Das klingt lustig. Okay. Das wär's, hä? Zurück ins Institut. Guten Abend. Ich kann Ihnen Hallo. Gar nicht sagen, wie beeindruckend. Es ist, in ihrer Nähe zu sein. Kein Problem. Schön, dass du unversehrt bist. Die Aufgabe war schwierig, aber du musst es selbst erleben, wie gefährlich ein abtrünniger Synth sein kann. Es ist mir egal, wer Schuld hat. Ich wollte nur einen Killer aufhalten. Ja, natürlich. Ein bewundernswerter Pragmatismus.
Aber es ist wichtig. Wenn alle das Institut als die Bösen ansehen, könnten sich gefährliche Kräfte gegen uns verbünden. Indem wir solche Annahmen Lügen strafen, verringern wir diese Bedrohung. Aber genug davon. Die Aufgabe ist erledigt und du hast den Zünd unversehrt zurückgebracht. Besser hätte ich es mir nicht erhoffen können. Gut gemacht. Während du weg warst, habe ich ein Quartier für dich einrichten lassen. Du findest alles, was du brauchst, sowie reichlich Waffen und Ausrüstung. Schau es dir mal an. Es wird dir bestimmt gefallen. Habe ich das Interferometer abgeschaltet? Es gab wieder ein Problem. Ein Code Rot. Was? Zum dritten Mal in 2 Wochen? Das ist inakzeptabel. Wie konnte das passieren? Wir glauben, es gab einen Systemfehler. Wir schauen uns das an. Verdammt! Ihr seid zu nichts zu gebrauchen. Hier ist Ihr neues Quartier, Ma'am. Ich weiß, was passiert ist. Bis dahin sollen die anderen in höchster Alarmbereitschaft bleiben. Ich will mehr Patrouillen. Hier ist Ihr neues Quartier, Ma'am. Sofort, Sir. Wenn du irgendwas auch nur entfernt Verdächtiges siehst, melde es sofort. Das darf sich auf keinen Fall wiederholen. Verstanden? Ja, Sir. Verstanden. Wenn Sie hier fertig sind, Ma'am, möchte Vater Sie sehen. Wir fühlen uns sehr geehrt, Sie willkommen zu heißen. Mhm. Laubriechöpf. Das haben wir schon gesehen. Reichen Sie für eine Wartung bitte eine Meldung bei der Abteilung Anlagen ein. Das haben wir schon. Okay.
sind das für Türen? Nett. Das nur oder ist sie nicht aufgegangen? Naja, scheißegal. Weiter. Luti, Luti. War ich da schon? Ja. Wir sind wir hier. Sie sind bestimmt stolz auf das, was Vater getan und aufgebaut hat. Okay, wir haben alles. Was ist die nächste Aufgabe? Die Schlacht von... Hier, dann machen wir da einen Schnitt.